je öfter ich daran rieche, desto ekelhafter finde ich das. Floll. Yay, mittwochs zu Tisch. Hallo liebe Pilzfreunde. Was soll ich sagen? Ich habe mir für dieses Video 80 Gramm Sommertrüffel gekauft. Weil, ich muss ehrlich sein, ich ein ganz hervorragendes Video von Buschfinkistan gesehen habe. Hier beim i findet ihr es eingeblendet. Und ich fand das Video so cool und habe mir gedacht, hey, ja, ich kaufe mir mal jetzt ein paar Sommertrüffel. Ich habe geguckt im Onlineshop und die kleinste Menge waren 80 Gramm. Und da kostet das Gramm so 38 Cent. Also ich habe ein bisschen was ausgegeben für das Video. Und ich spreche auch ein bisschen über den Pilz. Biologisch ist es Tuber estivum. Sommertrüffel und der Burgundertrüffel ist tatsächlich dasselbe. Und es ist von diesen ganzen Trüffeln noch der günstigste. Und wie der Name sagt, wird er vor allem jetzt im Sommer, kommt er raus mit seinen Fruchtkörpern und wird so auch verkauft. Ich habe mir von Trüffel Company, Kaviar und Trüffelhaus, habe ich mir eben Trüffel bestellt und es kam hier in dieser Styroporbox an. Und hier live im Video werde ich jetzt diese Styroporbox öffnen. Lag jetzt noch einen Tag bei meinem Nachbarn unten, weil der so nett war, das entgegenzunehmen. Der denkt sich dann auch immer, ich habe mit ihm schon gesprochen. Ich habe im letzten schon gesagt, das ist alles nur für Video. Okay. Wie ist das denn eingepackt? Hier ein bisschen, so schaut das Ding aus. Ein Kühlpack ist drin. Das ist schon mal vorteilhaft. Also ein cooles Kühlpack, das man wiederverwenden kann. Das ist nett. Kann ich definitiv für meine Kühlbox brauchen. Auch, ja, dieses Gelpack ist nett. Und eingeschweißt sind diese beiden Körperchen. Und ich schneide es einfach auf für das Video. Habe ich schon gesagt, dass die 38 Cent pro Gramm gekostet haben und zwei Knollen. So schaut so ein Pilz aus. Ich werde es auch noch in der anderen Kamera zeigen. Und Duft ist so nach Kakao, Schokolade, aber auch so haselnussmäßig. Es ist der Fruchtkörper eben eines Pilzes, das natürlich im Symbiose mit anderen Pflanzen lebt. Der Sommertrüffel, den könnt ihr vor allem so unter Haseln, Buchen finden. Gibt es auch in Deutschland, ich glaube so im Süden bis eben zur Mitte Deutschland, eben so das Gebiet bis um Jena rum. Der Duft ist tatsächlich sehr, sehr abgefahren. Das ist so würzig. Leicht unangenehm, muss ich sagen. So streng. Und von der Oberfläche so richtig knorkig, knollig. Und ganz wenig pilzartig. Das ist die zweite Knolle. Die ist eigentlich noch schöner. Die ist richtig schön gleichmäßig. Und schaut richtig gut aus. Und mein Ziel ist jetzt für dieses Video, hier im Hintergrund ein paar Nudeln zu machen, dann die in Butter ein bisschen zerlaufen zu lassen, da kleingeschnittene Trüffel dazu zu geben und das dann quasi in dieser Trüffelbutter zu schwenken, die Nudeln, und dann hier auch zu essen. Ich kann ihn mal aufschneiden. Ich mache das jetzt hier einfach am Tisch. So schaut es dann innen aus, ein bisschen hohl, aber ganz seltsam marmoriert. Und der Duft, also ich finde tatsächlich den Duft so leicht unangenehm. Das ist so wie so eine komische Schokolade, so muffig, pilzartig. Man hat
so ein bisschen was, so was Intensives nach Knoblauch fast. Genau, so schauen die eben so Trüffel aus, aufgeschnitten, so ganz seltsam marmoriert. Hier ist ein ganzer, ganz schrumpelige, wellige Oberfläche. Ich packe den mal hier drunter, dann sieht man es ein bisschen besser. Ziemlich hart, ziemlich fest. Ziemlich festes Fruchtfleisch oder halt Pilzfleisch. Und hier ist nochmal der andere Kollege. Ein bisschen gröber von diesen Warzen, die da außen sind. Und richtig fest. Genau, hier sind meine fertig gekochten Nudeln. Hier ist meine Butter und hier mein... Ja, das ist die eine Hälfte von dem Trüffel jetzt. Und das ist jetzt hier drin. Und dann schwenke ich das so durch. Keine Ahnung, ob das richtig ist, ob das zu viel ist. Wenn ihr da mehr drüber wisst, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin da offen dafür. So, mein Gericht ist jetzt fertig. Das ist das nette Gericht. Ich kann das auch nochmal mit der zweiten Kamera fotografieren und euch zeigen. Ja, das ist jetzt quasi der Trüffel, ein bisschen in Butter geschwenkt und dann die Nudeln dazu und hier nochmal eine Scheibe frischen Trüffel. Riecht auf jeden Fall gut. Genau, als erstes möchte ich so einen frischen, so einen ungegarten Trüffel probieren, weil ich kenne das ja auch so von, dass so das über Gerichte drüber geschabt wird. Aber vorab gesagt, ich habe noch nie irgendwie Trüffel gekauft oder Trüffel zubereitet. Wie schon gesagt, wenn ihr irgendwie Vorschläge habt und Verbesserungen oder so Comments habt, was machst du mit dem Trüffel, dann haut es rein, ich bin da dankbar dafür. Und ja. So pilzmäßig auf jeden Fall, sehr, sehr hart. Dieser Geschmack, dieser Geruch von diesem leichten, muffigen, so erdigen, schokoladenmäßigen, das ist immer noch da, das auch so leichte Knoblauchdüfte hat, so leicht nach Haselnuss, leicht nach so nicht so ganz toller Schokolade. Das ist immer noch da, auch beim Rohen und beim Gericht, da probiere ich es jetzt mal. Richtig schön mit richtig schön viel Trüffel auf der Gabel, nicht so wenig. Gegart schmeckt es mir auf jeden Fall besser. Es ist total nussig jetzt. Auch so ein Knack wie so eine Nuss. Aber trotzdem so leicht pilzartig, wie so ein ganz leichter, knackiger Champignon. Und dieses Muffige hat sich ein bisschen verflüchtigt, das ist schon mal vorteilhaft. In Kombination mit Butter, dieses Ölige, auch Aromatische aus der Butter, das ergänzt sich ganz gut. Ja, ist lecker, gegart, definitiv besser. Aber ich muss dazu sagen, so 38 Cent pro Gramm und dann so 40 Euro pro 80 Gramm, es ist halt ein bisschen happig, ich weiß es nicht. Ich wollte es halt mal ausprobieren. Ja, ist halt so. Ja. So insgesamt ist es halt nicht wirklich meins. Ich meine, es ist lecker, die Nudeln sind lecker, die Butter ist lecker, aber das könnte man auch mit einem anderen Pilz machen. Ich verstehe gerade nicht den Hype und die Besonderheit hinter so einem Sommertrüffel, zumal der Duft echt, je öfter ich daran rieche, desto ekelhafter finde ich das. Ich finde es, dieses muffige, nee. Ich mag das nicht. Jo, soweit vom Video, ich esse jetzt hier noch weiter und dann geht's in den Schnitt. Hat's euch gefallen, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde mich freuen.
Ansonsten sehen wir uns am Sonntag. Haut rein. Macht es gut. Tschüss.